Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 13, die Große Anfrage der Abg. Merz, Alex Decker, Di Benedetto, Gnadl Roth, Dr. Sommer, alle aus der SPD und Fraktion betreffend Kinderbetreuung in Hessen, die Drucksache Nummer 19-4881 zu 19-3810. Die Aussprachezeit ist auf 10 Minuten vereinbart. Und als Erstes hat sich für die SPD-Fraktion der Herr Merz zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Diesmal wird es nicht so kurz, und es wird auch nicht so friedlich abgehen wie eben. Und es wird unvermeidlich sein, im Rahmen der Aussprache, jedenfalls in meinem Teil, auf ein paar Aspekte einer Debatte einzugehen, die wir gestern geführt haben, und die in einem anderen Kontext in einen anderen Kontext zu stellen. Ich will erst ein paar grundsätzliche Ausführungen machen. Es ist mit der Antwort auf diese Große Anfrage im Grunde wie mit allen Berichtsanträgen, mündlichen Fragen, die man an die Landesregierung richtet, wenn es um Jugendhilfe geht. Die Landesregierung antwortet darauf mantraartig, das ist kommunale Aufgabe, das ist kommunale Aufgabe, das ist kommunale Aufgabe. Und dazwischen könnte man noch ein großes Om sagen, um sozusagen die geistige Grundhaltung in diesem Zusammenhang zu charakterisieren. Ich bezeichne das, Entschuldigung, wenn ich, oder anders ausgedrückt, wenn ich polemisch wäre, was ich bekanntermaßen nicht bin, würde ich, ja, das wollte ich, ich wollte nur wissen, ob Sie wach sind. Also, wenn ich polemisch wäre, was ich Gott sei Dank nicht bin, würde ich sagen, das ist organisierte Ahnungslosigkeit, die sich in dem Satz zusammenfassen lässt. Wir wissen es nicht, und wir wollen es auch nicht wissen. Auch diesen Satz habe ich hier schon oft vorgetragen. Und es springt einen geradezu an, wenn man die Antwort der Landesregierung auf unsere Große Anfrage studiert. Und das wäre vielleicht noch nicht so schlimm, wenn nicht aus dieser organisierten Ahnungslosigkeit oder dieser vorgetäuschten organisierten Ahnungslosigkeit nicht auch eine Art organisierter Verantwortungslosigkeit schlussfolgern würde. Denn, meine Damen und Herren, die Wahrheit ist, dass Planung und Steuerung in weiten Bereichen der Jugendhilfe in einem irgendwie geordneten und den Begriffen Planung und Steuerung entsprechenden Sinne im Lande Hessen nicht stattfinden. Und weil das so ist, findet auch keine angemessene finanzielle Beteiligung des Landes an den Kosten statt. Man kann das Argument auch umdrehen. Weil man sich zu einer angemessenen finanziellen Beteiligung des Landes an den Kosten der Jugendhilfe, und ich rede hier natürlich in allererster Linie über die Kosten der Kinderbetreuung, nicht über den Teil der Hilfe nach 27 folgende, mit gutem Grund rede ich darüber, weil das so ist, deswegen will man auch nicht planen und steuern, und weil man das nicht will, will man auch nicht so ganz genau wissen, was eigentlich im Lande sich abspielt. Oder man will so tun können, als würde man es nicht so genau wissen. Das kann man an drei Punkten, an drei Komplexen, oder ich will es an drei Komplexen ein bisschen detaillierter ausführen. Das ist einmal die Frage, wie man mit der Entwicklung des Angebots an Plätzen, des Angebots an Kinderbetreuungseinrichtungen, an Kinderbetreuungsangeboten umgeht, also mit der Frage der Quantität, von der die Regierung ja gestern und bei anderen Gelegenheiten auch wortreich immer wieder erklärte, dass eine ihrer großen Prioritäten sei. Ich will zweitens etwas wenig überraschend über die Frage der Gebühren sagen, und ich will drittens wahrscheinlich auch wenig überraschend etwas über die Frage der Beteiligung des Landes an den Kosten der Veranstaltung Kinderbetreuung sagen. Es ist, um auf den ersten Punkt, die Frage der Quantität, zu kommen, zu Recht darauf hingewiesen worden. Das haben wir auch letztens in der Ausschusssitzung wieder erörtert. Es ist zu Recht darauf hingewiesen worden, dass nach dem neuen Verfahren der Rahmenbetriebserlaubnisse keine trennscharfe Bestandsaufnahme nach U3- und Ü3-Plätzen mehr möglich ist. Das ist richtig. Aber richtig ist auch, dass man Annahmen darüber haben kann, wie sich die Zahlen entwickeln. Das ist nach wie vor richtig, und dass man diese Annahmen mit Verlaub auch haben muss, Herr Minister, wenn man nämlich so etwas Ähnliches wie eine Landesbedarfsplanung machen wollte, auf der sich dann eine Planung der einzusetzenden finanziellen Mittel erheben müsste. Das machen Sie natürlich nicht, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil Sie seit Jahr und Tag gar keine eigenen Landesmittel einsetzen, sondern sich damit zufrieden geben und die Kommunen auch damit zufrieden sein lassen,
dass sie die Bundesmittel in diesem Bereich weitergeben. Und damit muss es dann sein Bewenden haben. Wenn ich sage, also ich habe jetzt für die nächsten vier Jahre bzw. für 2017 bis 2020 nur 86 Millionen € vom Land zur Verfügung, und das ist auch alles, was ich ausgebe, dann brauche ich natürlich auf der Geschäftsgrundlage auch keine Landesbedarfsplanung mehr zu machen, weil dann gebe ich das Geld so lange aus, wie es da ist, und wenn keins mehr da ist, ist es fertig. Und wir kommen auf den alten Punkt zurück. Bedarf ist das, was der Finanzminister oder in diesem Fall der Sozialminister zu zahlen bereit ist. Das ist aber mit Verlaub keine zukunftsgerichtete Politik. Und ich will mal sagen, sie steht auch in einem gewissen Widerspruch zu den Tönen, die wir dann auch immer wieder von Ihnen hören, von Ihnen übrigens weniger als hier aus diesen Abteilungen. Ja, von Ihnen schon mal nicht. Sie haben Gott sei Dank dazu sich nicht geäußert, Herr Reif. Das ist auch besser so. Von den Tönen, man muss nicht zu allem was sagen, wovon man nichts. Man muss nicht von zu allem was sagen, wovon man nichts versteht. Selbst ich halte mich manchmal daran. Also, da gibt es nichts zu lachen, Kollege Blechschmidt. Nein. Langsam, ich komme schon wieder darauf. Der Punkt ist, ja. Wenn man sich aber immer und immer wieder und zuletzt gestern, zuletzt auch noch einmal der Kollege Wagner, der jetzt vorsichtshalber abwesend ist, immer wieder sagt, wir legen allererste Priorität auf die Quantität. Wir sichern das Platzangebot U3. Wir bauen das Platzangebot U3 aus. Wir garantieren den Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz, dann müsste dem eine entsprechende eigenständige Planungs- und Finanzierungsanstrengung zugrunde liegen. Sonst kann man sagen, wir sorgen dafür oder wir erwarten, dass der Bund für diese Aufgabe gerade steht, und alles andere interessiert uns nicht. Das wäre eigentlich dann wenigstens ehrlich. Wenigstens ehrlich ist aber leider Gottes auch hier nicht der Fall. Ehrlichkeit gehört nicht zu, in diesem Punkt muss ich bedauerlicherweise sagen, nicht zu den hervorstechenden Merkmalen der Debatte, soweit sie von Ihnen geführt worden ist. Meine Damen und Herren, ich will zum Punkt Gebühren kommen. Wir hatten eine bemerkenswerte Sitzung, Sondersitzung des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses gestern Abend. Dabei ist deutlich geworden, dass nicht nur die Punkte unklar waren, die wir für unklar bisher gehalten hatten, sondern dass auch eine ganze Reihe von Punkten unklar sind, von denen ich bisher gedacht hatte, dass sie klar wären. Zum Beispiel die Frage, für wen bzw. für welche Plätze, für welche Kinder eigentlich die Pauschale von 136 gezahlt wird. Oder ob denn tatsächlich die 136 auch dann gezahlt werden, wenn nur Halbtagsplätze in Anspruch genommen werden. Alles dieses ist gestern Abend wieder unklargestellt worden, es sei denn, Sie sagen jetzt etwas anderes. Es ist aber sehr, sehr deutlich geworden, meine Damen und Herren, was genau für eine Sturzgeburt dieser Vorschlag vier Wochen vor der Bundestagswahl doch tatsächlich war, weil offensichtlich niemand uns genau erklären kann, was die Details dieses Vorschlages sind. Und ich sage Ihnen einmal, wenn wir mit so etwas hierher gekommen wären, noch dazu wenige Wochen vor einer Wahl, und hätten auf alle die Fragen, die gestern Abend gestellt worden sind und auf die es keine befriedigende Antwort gab, auch keine befriedigende Antwort, dann wäre hier in diesem Tal aber Hohn und Spott über uns ausgegossen worden. Und damit müssen Sie leben, dass das nun auch für diesen Vorschlag zunächst einmal der Fall ist. Ich warte darauf, was Sie als Gesetz dann vorlegen werden, ob das dann diese Fragen beantwortet, nach dem, was ich ab gestern Abend weiß, und auch nach dem, mit Verlaub, was ich in den Antworten auf die Große Anfrage gelesen habe, gibt es da nicht so furchtbar viel Hoffnung. Sie sagen, Herr Minister, immer und immer wieder auch in dem Punkt, dass das nicht Ihre Aufgabe ist, sich einen Überblick über die Gebühren zu verschaffen, dass Sie überhaupt irgendeinen Regelungsbedarf, das haben Sie lange gesagt, und das haben Sie auch in der Antwort auf die Große Anfrage an mehreren Stellen gesagt, dass Sie im Grunde gar keinen Regelungsbedarf gesehen haben. Das haben Sie auch letzten, unter anderem in großer Deutlichkeit gesagt bei der zweiten Lesung unseres Gesetzentwurfs aus dem letzten Jahr.
wo Sie gesagt haben, ich habe kein Verständnis dafür, warum das gut verdienende Ehepaar, das eine Sorge dafür trägt, dass auch Einkommensteuer bezahlt wird und vieles andere mehr, nicht auch einen Beitrag für die Kinderbetreuung aufzubringen hat. Dafür habe ich kein Verständnis. Das war der eine Punkt. Und der andere Punkt, haben Sie immer gesagt, das geht mich auch gar nichts an. Ich will es nicht, und es geht mich auch gar nichts an. Das zieht sich durch Ihre gesamte Antwort, und das ist bis dato auch die Position der hessischen CDU gewesen und auch der Koalition. Zu der angeblichen Priorität Quantität habe ich etwas gesagt. Ich habe gestern etwas gesagt zu der Frage der Qualität. Ich sage, mittlerweile haben Sie eine Kehrtwendung um 180 Grad vollzogen. Nicht nur, dass Sie das jetzt richtig finden, was Sie vorher für falsch gehalten haben, sondern Sie machen es mittlerweile auch zu Ihrer Angelegenheit. Ich kann nur sagen, gut, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber es ist noch kein richtiger Schuh daraus geworden. Und jetzt habe ich doch zu lange gebraucht für diese zwei Punkte. Vielleicht ergibt sich eine Gelegenheit für eine zweite Runde. Zunächst einmal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat Frau Kollegin Wissmann von der Fraktion die CDU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Merz, das war irgendwie ein krampfhafter Versuch, wie ich finde, möglichst Verantwortung beim Land abzuladen oder dem Land anzuhängen, die es gar nicht hat. Wir stehen dazu. Kinderbetreuung ist zuallererst kommunale Aufgabe im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung. Das ist wichtig. Da ist auch die Fähigkeit, Bedarfe zu erkennen. Wir tun viel freiwillig auf Landesebene und auch auf Bundesebene, um das zu befördern. Entschuldigung. Aber wir verwechseln das nicht damit, dass das Land hier die Steuerung und die Planung und die Verwirklichung alles zu übernehmen hätte. Ich wollte mich trotzdem bedanken bei Ihnen für die GA, denn das Thema Kinderbetreuung verdient immer rege Aufmerksamkeit, zumal in einem Land mit Familiensinn, wie es Hessen ja ist. Und dann will ich mich auch bedanken gleich bei der Regierung für die ausführliche Beantwortung im Rahmen dessen, was möglich war. Und wenn ich eine Überschrift finden müsste über die Ergebnisse, dann wäre es diese: Es ist sehr vieles gut in der hessischen Kinderbetreuung. Und wo es noch nicht gut genug ist, wird es mit großem Engagement und Vorausschau von denen, die Verantwortung haben, verbessert, und wir helfen dabei auch. Erstens. Das Platzangebot ist mit enormen Anstrengungen der zuständigen Kommunen, aber auch mit massiver Hilfe, so wie eben schon angedeutet, von Bund und Land, hervorragend vorangekommen. Ja. Die Rechtsansprüche Ü3 und U3 werden landesweit erfüllt. Das hätte manch einer ja gar nicht gedacht. Im Vergleich zu vor 10 Jahren sind heute doppelt so viele Kinder in der U3-Betreuung. Und die Ü3-Betreuungsquote bewegt sich um die 95%. Das Land hat die Investitionen im U3-Bereich in den letzten Jahren mit insgesamt rund 300 Millionen € unterstützt. Da waren auch Bundesmittel dabei, die wir weitergeleitet haben. Das ist richtig. Dazu die Ausbildungsplätze für Erzieherinnen und Erzieher seit 2019 annähernd verdoppelt, während die Hochschulen die entsprechenden Studiengänge mit unserem Wohlwollen ausgebaut haben. Dabei ist der Bedarf in den Gebietskörperschaften ja durchaus unterschiedlich, wie die Ergebnisse zeigen. Und das überrascht uns nicht. Es ist ja gerade ein gutes Beispiel dafür, dass diese kommunale Zuständigkeit richtig und angemessen ist, auch wenn auf der linken Seite immer wieder für mehr Einmischung und mehr Steuerung des Landes plädiert wird. Bestätigt wird ferner, dass es weiteren Ausbaubedarf gibt. Ja, der Zuzug nach Hessen von überall her und eine Zunahme auch der Geburtenrate bringen uns mehr Kinder, also auch mehr Kinder in die Kinderbetreuung in allen Altersstufen. Und das ist eine gute Nachricht, zumal wir vorbereitet sind oder es glauben und auch der Bund ja mit 86 Millionen € Investitionsförderung nochmals einen signifikanten Beitrag bereitstellt, der sinnvollerweise auch im Ü3-Bereich eingesetzt werden kann. Zweitens, genauso wichtig die Qualität. Und auch hier gibt es dank des KiföG, wer hätte es gedacht, eine sehr gute Entwicklung. Und die spricht auch aus den Ergebnissen der GA-Beantwortung. Wir haben nämlich tatsächlich einen guten Mindeststandard eingeführt, der landesweit gilt, und die Qualitätsorientierung mithilfe der BEP-Pauschale gestärkt, die sehr gut angenommen wird. Und darüber hinaus auch weitere Ressourcen für besondere Anforderungen, z.B. die Betreuung von sprachlich oder sozial benachteiligten Kindern. Sie wissen das alles, über die Schwerpunktpauschale bereitgestellt.
Die GA-Antwort zeigt überdies, und das fand ich wirklich interessant, dass die Gruppengrößen im sensiblen U3-Bereich deutlich unter der gesetzlich vorgegebenen Maximalgröße liegen. Wenn man sich klar macht, was diese Durchschnittswerte bedeuten, dann sind Werte von 9,3 im Minimum und etwas darüber, knapp über 10, wirklich gute Werte. Wenn man die Gesamtbetrachtung nimmt, weiter hinten in der letzten Anlage 6, glaube ich, kann man das errechnen. Dann zeigt sich also Gesamtbetrachtung der Kinder zwischen 0 und 6, dann zeigt sich, dass die massive Personalaufstockung der letzten Jahre in Verbindung mit dem Aufwuchs der Plätze zu einem rechnerischen Betreuungsschlüssel von 1 zu 5,6 geführt hat. Das ist ein wirklich guter Wert, wenn man bedenkt, dass die Vorgabe, die ja oft unterschritten wird, im U3-Bereich bei 1 zu 5 liegt. Auffällig und beruhigend ist weiter das hohe Qualifikationsniveau des Personals, wobei die gemeinnützigen und privaten Träger besser abschneiden als die öffentlichen. Auch die Altersstruktur erscheint ausgeglichen, sodass auf absehbare Zeit kein Loch durch eine Ruhestandswelle oder Ähnliches zu befürchten ist. Und noch eine gute Nachricht. Der Anteil der Männer in der Erzieherausbildung ist in den vergangenen 10 Jahren erheblich angestiegen, von 12% 2005-06 auf 18% 2015-16. Es könnte noch mehr sein. Aber es ist unzweifelhaft ein Fortschritt für die Betreuungs- und Bildungsqualität, da die Geschlechtervielfalt der kindlichen Bezugspersonen bekanntlich ein wichtiger Faktor ist. Besondere Erfordernisse viertens erhalten in der hessischen Kinderbetreuung auch besondere Aufmerksamkeit. Ich will es an drei Beispielen kurz zeigen. In der Tagespflege, einem aus unserer Sicht unverzichtbaren, weil besonders familiennahen und flexiblen Bestandteil des Betreuungsangebots, haben sich die nun auch im KiföG verankerten Qualifikationsstandards in vielen Kreisen durchgesetzt. Teilweise werden sie übertroffen. Das kann man dort nachlesen. Inklusion. Die hessischen Kindertageseinrichtungen nehmen die Aufgabe der Inklusion flächendeckend an und sehr ernst, spricht auch aus den Zahlen. In über 90% der Gemeinden werden Kinder mit Behinderungen und Beeinträchtigungen betreut. Es greifen die erheblichen Gruppengrößenreduzierungen im Gegenzug zu den nochmals deutlich angehobenen Pauschalen des Landes. Es gibt sehr viele Äußerungen dieser GA in den Antworten, dass es nicht bekannt sei, dass Kinder in so einer Situation, also außer in ganz wenigen Einzelfällen, nicht betreut würden oder nicht aufgenommen werden könnten. Flüchtlingskinder, drittes Beispiel. Die Landesförderung behandelt Flüchtlingskinder zu Recht wie alle anderen Kinder im Lande. Sie erhalten dieselben Bildungschancen in Kinderbetreuung und Schule. Wie alle anderen profitieren sie von der besonderen Förderung durch die Schwerpunktpauschale, die ich schon erwähnt habe. Aber zugleich weist die GA-Antwort auch eine ganze Reihe eindrucksvoller Maßnahmen der Landesregierung aus, welche Fachkräfte und Fachberatungen, Träger und Einrichtungen bei der besonders sensiblen Fürsorge für Flüchtlingskinder und ihre Familien unterstützen. Fünftens. All das spricht für gute Kinderbetreuung in Hessen. Die Landesregierung trägt aber zudem noch Sorge für notwendige Weiterentwicklungen, mit denen auf Herausforderungen reagiert wird. Da nenne ich nur die Anpassung der BEP-Fortbildungen an inklusive Pädagogik und die Behandlung von Kindern mit Fluchthintergrund, die schon erfolgt ist. Als nächstes wird der Bildungs- und Erziehungsplan selbst aktualisiert. Die Kooperation von Tagespflege und Einrichtungen wird in einem schon andauernden, aber noch fortdauernden Projekt vorangebracht. Die zur Sprachförderung. Die Maßnahmen haben einen einheitlichen Rahmen erhalten, innerhalb dessen verschiedene Bestandteile ineinander greifen und aufeinander aufbauen. In Summe, glaube ich, lässt sich sagen, unsere Gesellschaft verändert sich. Bedarfe von Familien sind nicht statisch und abschließend auch wahrscheinlich nie zu erfüllen. Dennoch, mit der bewussten Unterstützung und Förderung dieser Landesregierung und ihrer Vorgängerin, die ich ausdrücklich erwähnen möchte, und natürlich auch die dazugehörenden tragenden Fraktionen, hat sich die Kinderbetreuung in Hessen in einen hervorragenden Zustand entwickelt, und viele weitere Fortschritte sind angelegt oder bereits unterwegs. Das kostet eine Menge Geld, das ist es uns auch wert. Ich nenne noch einmal den Aufwuchs, 70 Millionen 99, 100 Millionen 2006, sage ich immer dazu, weil das fair ist. 460 Millionen 2016, über 500 Millionen werden es dieses Jahr sein. Und für die kommenden beiden Jahre stehen allein für weitere Qualitätsmaßnahmen nochmals jeweils 50 Millionen € bereit. Das ist nichts anderes als beeindruckend. Und jetzt habe ich noch etwas Zeit, um zum Schluss noch ein paar klärende Worte, und es ist schade, dass Herr Degen nicht da ist, zum Familienbild meiner Partei zu sagen, das ja gestern und auch davor und sogar heute mehrfach zur Sprache kam.
Für uns von der CDU ist Familienpolitik dazu da, den kleinsten, aber bedeutendsten Zusammenhang zu stärken, den wir in unserer Gesellschaft haben. Denn damit er seine Aufgabe, Fürsorge, Schutz und Zusammenhalt zu stiften, auch erfüllen kann. Und damit aus ihm, aus der Familie, Individuen hervorgehen, die zu eigenverantwortlichen, ihrer selbstgewissen, aber auch der Welt zugewandten Persönlichkeiten heranwachsen, die ihren Beitrag zu diesem Land und dieser Gesellschaft leisten und diese Eigenschaften dann wieder weitergeben an die nächste Generation. Und nach unserer Überzeugung und gestützt auf alle Erkenntnisse der Wissenschaft findet hier ein elementarer Teil des Bildens statt, auf den alle folgenden Bildungsstufen aufbauen. Und Bildung ist ja ein großes Thema immer wieder auch in diesem Hause, zu Recht. Und deshalb sind wir froh, wenn Eltern fast sämtlich ihre Kinder in den Kindergarten bringen und gerne ganztags. Und wir fördern genauso die ganztägigen Angebote im U3-Bereich. Und wir verkennen nicht, dass es viele und die meisten sind. Wir sind aber gleichwohl auch nicht beruhigt, wenn schon bei den Einjährigen mehr als, oder den Untereinjährigen muss ich sagen, mehr als die Hälfte des Betreuungsverhältnisses sich auf, der Betreuungsverhältnisse sich auf 45 oder mehr Wochenstunden erstreckt. Und wir blenden auch nicht aus, dass die große Mehrheit der Eltern und übrigens auch der größeren Kinder und Jugendlichen sich mehr Zeit für ihre Familie wünschen und nicht weniger. Und ich bin auch sicher, eine Befragung der Kindergartenkinder würde nichts anderes erbringen. Und lieber Herr Degen, das wollte ich ihm wirklich gern selbst sagen, das hat wahrlich nichts mit Mutterglück am Herd zu tun, sondern im Gegenteil mit dem notwendigen Respekt für die freien Entscheidungen freier Menschen, die uns angemessen erscheinen. Und deshalb, letzter Punkt, ist die gute alte Wahlfreiheit der Maßstab unserer Politik auf allen Ebenen. Und da haben wir viel unternommen auf Bundesebene, was Sie alle wissen und ich leider nicht noch einmal sagen kann. Wir werden aber mehr dafür unternehmen nach der Bundestagswahl. Zeitliche und materielle Spielräume von Eltern nochmals ausbauen, wenn wir dazu die Gelegenheit bekommen. Denn Wahlfreiheit setzt Entscheidungsspielräume voraus. CDU-Politik sorgt dafür seit vielen Jahren im Bund, auch hier in Hessen, für Familie, die wir nicht nur leben, sondern auch erleben können, jeder und jede nach ihren Bedürfnissen, Notwendigkeiten und auch Wünschen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für eine Kurzintervention erteile ich das Wort Herrn Kollegen Merz. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich hatte mich eigentlich auf eine andere Bemerkung von Ihnen, Frau Kollegin Wissmann, hin gemeldet. Da Sie aber mit einem sehr ernsthaften Ton geendet haben, die Rede war insgesamt sehr ernsthaft, wie wir das ja auch gewohnt sind, und da das vielleicht die letzte Gelegenheit ist, mit Ihnen zu diskutieren, würde ich Ihnen gerne einen Punkt mit in Ihr möglicherweise neues Amt mitgeben. Wenn Sie Familie so wichtig nehmen, und wir tun das auch, wie Sie wissen, dann sorgen Sie bitte in Ihrer neuen Funktion, Ihrer möglicherweise neuen Funktion oder auch in Ihrer derzeitigen dafür, dass der Bundesinnenminister de Maizière mit seiner Forderung, den Familiennachzug von syrischen Flüchtlingen auf weitere 2 Jahre auszusetzen, dass das nicht realisiert wird. Das ist mir ganz, ganz ernst. Und deswegen verzichte ich jetzt auch darauf, alle die anderen Anmerkungen, die ich zu Ihrer Rede zu machen hätte, hier zu machen. Vielen Dank. Nächstes Wort bin noch Herr Kollege Rock für die Fraktion FDP. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die SPD-Fraktion, vorneweg Herr Merz, hat in einer Großen Anfrage sich damit beschäftigt, auch denke ich mal, im Hinblick auf die Evaluation des Kinderförderungsgesetzes und die Diskussion, die darum um Qualität und Betreuungssituation der Kinder in unserem Land angeht, mal intensiv mit den Zahlen des Landes Hessens auseinanderzusetzen. Ich finde das aller Ehren wert, und ich möchte an der Stelle auch sagen, noch einmal vielen Dank an all die kommunalen Gebietskörperschaften, der Mitarbeiter, auch der Mitarbeiter der Landesregierung,
diese Daten und Zahlen zusammenzutragen. Warum ist das so wichtig? Weil wir natürlich hier schon gerade in dieser Plenarwoche ein Stück weit den Eindruck gewinnen konnte, dass auf der Regierungsseite man gerne Politik macht, indem man einfach sagt, ich weiß da nichts drüber, also muss alles in Ordnung sein. Das Beispiel Hebammen hatten wir in der letzten Runde, wo dann die Landesregierung festgestellt hat, na ja, wenn es da so viel Geschrei gibt und Widerstand und Hinweise, dann müssen wir uns doch jetzt mal mit dem Gutachten darum bemühen, um Erkenntnisse gewinnen zu können. Wir hatten gestern eine Debatte über die Schulsituation. Da wurde mit Stellen, mit nicht besetzten Stellen oder Stellenkontingenten argumentiert. Aber die Berichte aus den Schulen, das sind die Fakten. Und dann muss man sich um die Fakten kümmern. Und, ja, wenn wir über Berichte sprechen, dann könnten wir auch einmal über den Landessozialbericht sprechen. Da bin ich ja auch einmal interessiert, wann der mal vorgelegt wird. Die Legislaturperiode geht in ihre Endphase. Wenn die Bundestagswahl rum ist, dann denke ich, gehen wir schon einmal in die Vorwahlkampfphase. Und eigentlich wollten wir doch einmal zur Mitte der Legislaturperiode diesen Bericht vorgelegt haben. Ich erinnere mich mal ab und zu, oder ich weise darauf immer mal hin. Aber vielleicht kann der Minister ja dazu erhellende Ausführungen bei seiner Rede noch machen. Und ich war schon ein bisschen entsetzt über den Kultusminister gestern, wie er über die Bertelsmann-Stiftung gesprochen hat. Wir alle wissen, man kann solche Prozentzahlen nicht vielleicht in der einfachen Dezimal oder in der einfachen Stelle ernst nehmen, aber die Trends, die dort dargestellt werden, die muss man schon ernst nehmen. Und ich finde es schon schade, wenn eine Landesregierung sagt, wenn mir Zahlen nicht passen, wenn mir die Fakten nicht passen, dann blende ich es aus oder ich gucke am besten gar nicht erst hin, um Entwicklungen wahrnehmen zu müssen, um dann festzustellen, dass meine Selbstwahrnehmung mit der allgemeinen Wahrnehmung ein Stück weit auseinanderfallen. Und darum, wenn man jetzt die Zahlen der Großen Anfrage zugrunde legt, muss man erst einmal feststellen, es ist eine positive Entwicklung festzustellen. Die Zahlen in der Betreuung verbessern sich, die Zahlen bei Freistellungen verbessern sich, die Ausbildungszahlen im Bereich der Erzieher sind maximal angestiegen, Qualitätsverbesserung ohne Erzieher auf dem Arbeitsmarkt ist nicht möglich. Also, es hat sich einiges getan. Die Interpretation der Rednerin der CDU-Fraktion, zu sagen, wir sind auf einem super Weg, ist allerdings wieder eine völlige Überzeichnung der realen Situation. Wir sind auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg, das muss man akzeptieren. Und der Weg geht zumindest in eine richtige Richtung. Aber wir könnten den Weg deutlich zielgerichteter, intensiver und schneller gehen. Und das ist das, was dieser Bericht auch offenlegt. Und wir als FDP-Fraktion werden sicherlich in den einzelnen Debatten, die wir in Zukunft über das Thema Kinderbetreuung führen werden, sehr von dieser Großen Anfrage profitieren. Von daher, alle, die dort mitgewirkt haben, haben, glaube ich, eine sinnvolle Tätigkeit getan, weil sie damit die Möglichkeit, unsere Politik zu gestalten, verbessert haben. Und es zeichnet sich ein Bild ab, dass im Hinblick auf das, was wir gestern Abend in der Sozialausschusssitzung besprochen haben, zeigt, dass die Auswirkungen der Beitragsfreistellung, wie sie hier organisiert werden von der Landesregierung, wobei der Organisierungsgrad der Landesregierung auch schon einmal besser war, weil nämlich die Auskünfte, die sie geben konnten, im Hinblick auf die Umsetzung und die konkreten Maßnahmen schon ein bisschen besser hätten sein können, zeigt aber auch, dass ein gewisser Diskussionsprozess von Ihnen nicht aufgenommen worden ist. Wir haben einen Kindergartengipfel gehabt zur Auswertung der Evaluation des Kinderförderungsgesetzes. Dort sind nicht überraschend auf systematische, uns immer schon bekannte Mängel hingewiesen worden. Der erste Schritt aus meiner Sicht, wenn man ernsthaft über die Politik der Verbesserung in unseren Kindertagesstätten sprechen würde, hätte man sich erst einmal hier im Plenum als ersten Schritt der Diskussion über das Kinderförderungsgesetz stellen sollen und der Auswertung. Wenn Sie überlegen, wie intensiv dort aus der Community der Fachleute diskutiert worden ist und wie man sich eingebracht hat, dass man
jetzt sich sehr lange zurückgehalten hat und die Punkte wieder beschrieben hat, wo Handlungsbedarf besteht, dann hätte man als ersten Schritt mal, wenn man ernsthaft Interesse hat an einer gemeinsamen Zusammenarbeit mit den Kommunen, den Trägern, den dort Aktiven und der Qualität in den Einrichtungen, an unseren Kindern eigentlich, an den Kindern in Hessen hat, hätte man erst einmal die Erkenntnisse dieses Gipfels nutzen sollen und als ersten Schritt mal einer Befriedung der Landschaft vorantreiben können. Da gehört natürlich aus meiner Sicht der vierte Betreuungsfaktor, den zu finanzieren, als ersten Schritt dazu. Sie können nicht erwarten, dass Kommunen, Träger, egal wer in dem Bereich unterwegs ist, wenn der sieht, sie nehmen Geld in die Hand in dem Bereich und haben hier einen systematischen Mangel, den sie abstellen könnten, den sie wissen, aber den sie einfach nicht abstellen wollen. Das ist so ein Punkt, wo ich mir denke, wenn wir gemeinsam die kommunale Ebene, die Landesregierung, die aktiven Träger, die Verbände, die Familien und die Kinder, wenn wir gemeinsam das ins Auge nehmen, dann müssen wir verantwortungsvoll miteinander umgehen. Das heißt, wir müssen uns auch gegenseitig ernst nehmen. Dass wir nie 100 über Interessensübereinstimmung bekommen, das liegt wahrscheinlich daran, dass wir aus verschiedenen Richtungen darauf schauen. Aber dass man einfach sagt, hier ist ein Bericht vorgestellt worden, es gibt Kritik, es gibt Überlegungen, und dann lege ich den zur Akte und sage, na ja, und jetzt machen wir mal was anderes. Also man sollte schon in gewissen nachvollziehbaren Schritten die Dinge abarbeiten. Und ich warte ja bis heute noch auf die Erklärung von CDU und GRÜNEN, warum man jetzt diesen Schritt der Beitragsfreistellung gegangen ist, vor den anderen Schritten, die irgendwo ja auch im Raum standen, die auch von Ihnen hier angekündigt wurden. Sie haben gesagt, Sie werden im Hinblick auf das Kinderförderungsgesetz was tun. Ist das jetzt obsolet geworden mit diesem Gesetzentwurf? Haben Sie jetzt alles Geld ausgegeben, das man zur Stärkung hätte ausgeben können? Ist das jetzt sozusagen die Antwort auf die Kritik gewesen? Dann haben Sie nicht zugehört. Und ich glaube, das wird sich mir ein bisschen erhellen, wie Sie denken, damit man auch ein bisschen die Zukunft planen kann oder auch unsere Politik-Argumentation ausrichten kann, wenn Sie uns einmal erläutern würden, was denn jetzt die Argumentation bei Ihnen verändert hat. Und wenn ich mir die Zahlen hier anschaue, dann ergibt sich jetzt schon eigentlich kurzfristig, aber zumindest mittelfristig bei den Ausbildungszahlen, die hier vorliegen, schon das Potenzial signifikant, was in der Qualität der Kindertageseinrichtungen mit ausreichend Personal vorantreiben zu können. Und wenn ich mir die Teilzeitquoten bei den Erziehern angucke und dass es auch immer noch unbefristigte Arbeitsverhältnisse im zweistelligen Bereich gibt, dann ist es schon so, dass es vielleicht auch hier noch Reserven gibt, die man für die Qualität heben könnte. Auch sehr interessant hier in der Anfrage herauslesen zu können. Und von daher, ich glaube, diese Arbeit, die hier reingesteckt worden ist, die war sinnvoll. Ich bin auch mal gespannt, wie jetzt noch meine Nachredner diese Zahlen interpretieren werden. Ich bin vor allem gespannt, wenn die Landesregierung hier etwas dazu sagt, vielleicht noch ein bisschen erhellend, was dazu kommt über die künftige politische Gewichtung. Und ansonsten werden viele dieser Zahlen in der politischen Debatte weiter eine wichtige Rolle spielen. Vielen Dank. Das Wort hat Herr Kollege Bocklet, Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Große Anfrage, die Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage liegt vor. Sie ist sehr umfangreich. Herzlichen Dank an all die Akteure, die daran mitgewirkt haben. Wenngleich nicht alle Fragen beantwortet werden können, ist doch allein schon in der Vorbemerkung ein bemerkenswerter Vorgang, dass fast eine Seite draufgeht, die Akteure aufzuzählen, die alle befragt werden mussten. Darauf liegt ja der Schwerpunkt dieses Satzes. Wer da alles sich damit befassen musste, um die Fragen zu beantworten, nimmt etwa zwei Drittel dieser Seite ein und zeigt eigentlich auch das Dilemma, was kein schönes ist, nämlich dass die Hessische Landesregierung eben selbst nicht alle Zahlen erfassen kann, sondern immer Hilfe braucht. Darüber kann man sich ärgern, aber man kann es nicht instrumentalisieren. Wenn die Kommunen selbst dafür die Bedarfsplanung zuständig sind, und das sind sie,
dann kann man sich darüber ärgern, dass sie das sind, wenn sie nicht in der Lage sind, so Zahlen so beizubringen, dass man sie tatsächlich belastbar diskutieren kann. Und ich möchte gerne noch eine, aus der Vorbemerkung noch einen Passus zitieren. Belastbare, der Hessische Städte- und Gemeindebund wird hier auf Seite 2 zitiert. Belastbare Daten liegen uns zur Beantwortung der meisten Fragen nicht vor. Es war und ist aus personellen Gründen auch nicht möglich, bei über 400 Mitgliedern Umfragen zum Erhalt der fehlenden Daten durchzuführen. Jetzt wird es noch schöner. Fraglich ist zum Teil auch, zu welchem Zweck die einzelnen Fragen gestellt wurden. Insofern ist der Aufwand im Verhältnis zu dem Ergebnis bedacht worden. Jedenfalls können wir allgemein nach den derzeitig vorliegenden Erkenntnissen zu den gestellten Fragen nur teilweise Stellung nehmen. Damit ist auch mir liegt es völlig fern, da irgendwelche Schuldzuweisungen zu machen. Aber umgekehrt kann man sie dann auch nicht machen, auch von anderer interessierter Seite, wenn der Städte- und Gemeindebund für sich schon reklamiert, wir geben ihnen keine Antworten, weil es zu aufwendig ist. Wenn der Landkreistag ähnlich antwortet, dann ist es schwierig, tatsächlich zu sagen, liebe Landesregierung, ihr seid schuld. Und ich komme schon noch einmal zu der. Ja. Und es sind. Das ist die rote Linie, die sich durchzieht. Und wenn man weiß, dass tatsächlich die Landkreise und die Städte und die Gemeinden da zuständig wären, den Bedarf von Ü3 und U3 festzustellen, dann finde ich es schon ganz spannend, dass viele Zahlen nicht vorgelegt werden konnten. Und wenn ich diese Provokation ein bisschen annehmen würde, wozu meine Lust relativ gering ist am Abend des dritten Tages, aber sei mir die Bemerkung gestattet, dass wir in Darmstadt, Dieburg, Groß-Gerau, Gießen, Lahn-Dill-Kreis, Main-Kinzig, Marburg-Biedenkopf, Odenwald, Schwalm-Eder, Vogelsberg, Waldeck-Frankenberg, Werra-Meißner-Kreis, Wetterau oder Wiesbaden sozialdemokratische Regierungen haben, entweder durch Landräte, durch Dezernenten oder andere hauptamtlich Verantwortliche. Und man muss schon die Frage sich stellen, wenn Sie mit einem Finger auf die Landesregierung zeigen, dass hier nicht bedarfsgerecht geplant wird, doch mindestens vier Finger auf diese sozialdemokratischen Hauptverantwortlichen dann tatsächlich zurückzeigen. Das muss man ruhig einmal sagen dürfen in diesem Hause. Ich finde, wenn es SPDler, und das sind auch manchmal Grüne daran beteiligt, aber wir Grüne haben diese Anfrage auch nicht eingebracht hier, und wir haben auch nicht die Schuldzuweisung betrieben. Aber wenn man vor Ort für zuständig ist für die Bedarfsplanung und die Zahlen nicht liefern kann, dann sollte man die Fragen vielleicht mal an denen stellen, die dafür zuständig sind. Das wäre vielleicht angebracht in dieser Situation. Und in der Tat gibt es die wenigen Zahlen, die vorliegen, finde ich dann auch tatsächlich nicht nur befriedigend. Und ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Auf Seite 9 wird ausgeführt, der Landkreis Marburg-Biedenkopf meldet eine heterogene Situation. Während in einigen Kommunen vereinzelt Gruppen wegen eines Überangebotes an Kindergartenplätzen geschlossen werden mussten, bestehen in anderen Kommunen Versorgungsengpässe. Also zwei Sachen werden damit beschrieben. Zum einen ist es sehr heterogen und eben auch nicht einfach nach irgendwelchen durchschnittlichen Quoten Alarmismus zu schlagen, sondern man muss sehr genau hingucken. Und zum anderen ist es offensichtlich, dass es tatsächlich noch zu Engpässen kommt. Und wenn ich dann in dem sozialdemokratisch regierten Vogelsbergkreis auf Seite 9 unten lese, in 40% der Gemeinden fehlen Ü3-Plätze, also Kindergartenplätze, und Kindergartengesetz haben wir ja nur schon sehr lange, dann muss man tatsächlich mal darüber nachdenken, warum das eigentlich so lange nicht problematisiert wurde, warum es eigentlich nicht verbessert wurde. Und da muss man noch eine ganze Menge tun. Aber das hat da nichts damit zu tun, dass die Hessische Landesregierung hier etwas verschläft, sondern der sozialdemokratische Landrat, um Gottes Willen, wenn man das mal so sagen darf. So. Aber es bleibt ein Problem. Aber wenn der Versuch unternommen wird von dem SPD und dem Abgeordneten Merz, die Schuld bei der Landesregierung und angeblichen Desinteresse und so weiter, nur deshalb reagiere ich darauf. Ansonsten finde ich das, um am Bild zu bleiben, wirklich ein Kindergartenkram, wer nur der Schuldige ist. Fakt ist, dass die zuständigen Gemeinden offensichtlich Plätze fehlen. Fakt ist wohl, dass sie nicht ordentlich das beplanen. Wir können vom Land Folgendes tun. Wir können die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass sie das tun. Und wir stellen weitere 86 Millionen zur Verfügung an Investitionskosten, wie wir fairerweise sagen, vom Bund kommen. Aber wir behalten sie nicht. Wir haben keine klebrigen Finger. Wir geben sie gerne weiter. Und wenn die Leute dort ihre Plätze ausbauen wollen, können Sie das? Und Sie müssen eigentlich mal die Frage, ich freue mich auf Ihre Anfrage an den Herrn Landrat Görig, wie er denn dazu kommt, -40% von Plätzen eigentlich nicht zu, was sein Plan ist, um diese Plätze nachzuholen. Wir sind darauf gespannt und wir stehen auch gerne für einen runden Tisch in Vogelsberg zur Seite. Was immer wir tun können, werden wir tun. Ich sehe den Kollegen von der CDU, der da nickt. Ich glaube, das gehen wir gerne gemeinsam an. So viel zu dem Thema.
Ich habe die Wette gewonnen. Es gelingt mir, den Kollegen Merz zur dritten Runde zu provozieren. Ich hoffe, Sie sind mir nicht zu sehr gram. Wir haben darüber hinaus andere Fragen zu beantworten. Wir haben die Frage ist Fachkräftemangel, ja oder nein? Ja, natürlich gibt es diesen Fachkräftemangel, aber auch hier gibt die Große Anfrage eine Antwort darauf, dass wir zumindest eine positive Tendenz haben, wenn wir 2010 noch von 4.500 Plätzen sprechen und jetzt 2016 von fast 9.000 Ausbildungsplätzen, dann können wir von einer positiven Tendenz bei den Erzieherinnen-Ausbildungen sprechen. Dass das nicht reicht, ist unstrittig. Aber man kann auch wiederum nicht das Bild stellen, was Sie genüsslich tun wollen. Da passiert ja nichts, die verstehen den Gong nicht, die reagieren nicht. Also, wenn da so eine Verdopplung dieser Zahlen ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann kann man das beim besten Willen nicht tun. Und diese Provokation geht ins Leere, Herr Merz. Und da Sie ja sicherlich noch einmal reden werden, weil Sie immer gerne und viel reden werden und wir uns auf Ihre weitreichenden Ausführungen freuen, sage ich Ihnen gerne noch einmal das Thema Landeselternbeiräte. Auch da finde ich die Antwort sehr hilfreich. Auch da kann man sehen, dass es doch tatsächlich drei Bundesländer gibt, die keine Landeselternbeiräte haben, die auch sozialdemokratisch regiert sind. Und auch da ist offensichtlich der Untergang des Abendlandes nicht begonnen worden. Man kann darüber diskutieren, wie man die Interessenvertretung auch auf Landesebene organisieren, ob das Ausschüsse sind oder ob das im Jugendhilfeausschuss passiert, wo immer sich Menschen treffen können. Aber der Empörungsgrad sollte sich doch daran messen, wie an dem Sozialdemokraten, wenn sie regieren, es ansonsten auch machen. Und an den drei genannten Bundesländern machen sie es auch nicht. Von daher kochen wir doch einfach die Temperatur mal wieder auf ein paar Grad mehr runter, meine sehr verehrten Damen und Herren. So, dann haben wir noch die Frage, ich finde interessante Hinweise drin. Ich finde auch, dass die betreuten Kinder, wie wir wissen, reden wir nicht von Platzzahlen, sondern die von betreuten Kindern haben deutlich zugenommen. Ich finde auch, dass die Betreuungszahlen recht hoch liegen. Sie müssen wie immer noch besser werden. Wir wissen, dass die ganzen Baustellen kennen wir noch. In meiner letzten zwei Minuten, weil ich mir den Vorwurf nicht aussetzen will, irgendetwas schön zu reden. Wir haben, das habe ich schon mehrfach betont, Kinderbetreuung ist ein historischer Prozess, in dem wir uns befinden. Wir wissen, dass es erst seit 1994 überhaupt einen Rechtsanspruch gibt für Kinderbetreuung über drei und seit 2012 unter drei Jahren. Wir wissen, dass die Professionalisierung eigentlich erst seit zwei Jahrzehnten eingesetzt hat, wenn man das Bildung vergleicht mit der Schule, die vor 100 Jahren ihre ersten Schulgesetze hatten. Wenn man das vergleicht, und ich habe das Beispiel, über das ich selbst noch aushelfen musste in der Kinderbetreuungseinrichtung, dieser Professionalisierungsprozess geht in großen und rasanten Schritten voran. Und er wird mit diesem 510 Millionen, die wir hier zur Verfügung stellen, davon 440 für die Beitragsfreiheit, 86 für Investitionsmillionen für die Investitionskosten, 50 Millionen für die Qualität, weil Sie uns dann nach unserer grünen Linie gefragt haben, Herr Kollege Rock. Das ist die Linie auch der Hessischen Landesregierung. Wir investieren in Ausbau, in Qualität und wir auch gleichzeitig in eine familienpolitische Entlastung. All das da passiert als Grüne. Aber keiner der Rednerinnen und Redner von CDU und Grünen würde hier behaupten, dass es das Ende des Prozesses ist. Wir wissen um die Baustellen, dass weiterhin die Personal in den Kindergärten belastet ist. Wir wissen darum, dass es nach wie vor längere Betreuungszeiten bedarf. Wir wissen um viele Situationen, dass auch die Qualität besser werden muss und vielleicht auch noch die Familien entlastet werden müssen, dass diese Diskussion läuft, wie sie insgesamt auch für die Kinder unter drei Jahren. Das sind doch alles Felder, da ist doch kein Mensch blind. Nur, wer regiert, muss es seriös finanzieren, muss schrittweise vorgehen, muss Konzepte vorlegen. Jetzt liegt eins vor. Ich finde, es ist ein gutes Konzept. Es wird jetzt in der Fachwelt diskutiert. Man kann wie immer in der Welt alles besser machen. Aber unser Konzept ist im Gegensatz zu dem, was mir sonst bekannt ist, wenigstens seriös durchdacht und konzipiert. Ich danke Ihnen. Eine kurze Intervention ist Antrag von den Kollegen Merz. Wo ist er denn? Da ist er. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich nehme zur Kenntnis, dass der Kollege Bocklet leicht zu provozieren ist. Ich hatte ihn gar nicht angesprochen, wenn ich mich recht entsinne. Und ich fand auch, dass ich für meine Verhältnisse ziemlich moderat war. Aber wie dem auch sei, ich will zwei bis drei Dinge sagen, Herr Kollege. Zwei bis drei Dinge. Na ja, mancher hat auch Grund, bescheiden zu sein. Mancher hat auch viel Grund, bescheiden zu sein. Erstens, Herr Kollege Bocklet, manchmal ist eine Frage nur eine Frage.
Und manchmal sind auch ganz viele Fragen zunächst einmal nur Fragen. Wir haben Fragen gestellt, um eine Geschäftsgrundlage für eine weitere Debatte zu bekommen. Wir haben Fragen gestellt, von denen wir der Auffassung sind, dass eine Landesregierung sie beantworten können muss. Das war der Punkt. Und mit diesen Fragen ist überhaupt noch keine Kritik verbunden, weil Sie so getan haben, als sei es schon eine Majestätsbeleidigung, die Landesregierung irgendetwas zu fragen. Und das aus dem Munde von jemandem, der eine ganze Legislaturperiode damit zugebracht hat, die Landesregierung danach zu fragen, wie viele Plätze eigentlich fehlen, wie viele vorhanden sind und wie viel sie zu finanzieren gedenkt und wer das Geld aufbringt. Das sind Sie genau der Richtige, sind Sie wirklich genau der Richtige, uns Vorhaltungen in diese Richtung zu machen. Zweitens, Sie haben hier das Spiel betrieben, das Sie anderen vorwerfen. Sie haben mit Fingern auf Leute gezeigt, nur dass bei Ihnen die Finger auf Leute gerichtet waren, die durchaus nicht zuständig sind. Sie haben die Finger auf die Landkreise, mit Fingern auf Landkreise gezeigt, die für die Frage des Ausbaus und der Finanzierung und der Unterhaltung von Kinderbetreuungseinrichtungen nun wirklich die Letzten in der Zuständigkeitskette sind. Die Landkreise haben eine Aufgabe in der Gesamtplanung, sie haben eine Aufgabe in der Fachberatung und in der Kindertagesstättenaufsicht, aber sie sind nicht für den Ausbau und die Bedarfsbeurteilung und schon gar nicht für die Finanzierung zuständig. Und insofern ist es vollkommen unerheblich, ob in Marburg-Biedenkopf eine sozialdemokratische Landrätin oder wie bis vor nicht allzu langer Zeit eine schwarz-grüne Koalition regiert hat, oder ob im Vogelsberg der Kollege Göring oder in den Jahren bis 1999 zurück, da kommen wir ja dann immer an, wenn die Kollegin Wiesmann hier die Entwicklung der Zahlen vorträgt, ob da davor ein paar die christdemokratische Landräte waren. Also an der Stelle, das können Sie sich echt schenken. Und wenn Sie tatsächlich glauben, dass das ein Argument ist, dann zeigen Sie nur, dass Sie von Zuständigkeiten im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe keine Ahnung haben. Zur Erwiderung, Herr Kollege Bocklet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Kollege Merz, wer hier was wozu kommentieren darf, wir sind alle frei gewählte Abgeordnete, offensichtlich tun Ihnen meine Entgegnungen weh. Ich will Ihnen sagen, warum Sie den. Ich will Ihnen sagen, was ich meine in zwei Bemerkungen. Erstens, Sie erwecken hier von Anfang an den Eindruck, und Sie behaupten, Sie hätten hier nur Fragen gestellt und nur Fragen um der Fragen willen. Ich glaube, also keiner hier im Saal außer Ihnen ist von solcher Naivität geprägt, dass Sie haben von Anfang an und auch gestern den Eindruck erweckt, Sie wollten, die Landesregierung hätte keine Ahnung, wie die Situation der Platzbetreuung in Hessen ist. Die Landesregierung wüsste gar nicht, worum es geht, wie die Situation draußen im Land ist. Das wiederholen Sie mantraartig auf jeder Podiumsdiskussion. Die Landesregierung hat doch eigentlich gar keine Ahnung, und Sie wollten das mit dieser großen Anfrage auch tatsächlich dokumentieren. Das Problem ist, dass es denen auf die Füße fällt, die dafür zuständig sind. Und wenn Sie jetzt von den Landkreisen wegkommen, ich hatte in der Kürze der Zeit nicht die Zeit, auch noch alle Städte und Gemeinden, in denen Sozialdemokraten zuständig sind. Können wir den Spaß können wir ja machen. Wir haben 426 Gemeinden in Hessen. Da werden es auch eine große Anzahl von sozialdemokratisch geführten Städten und Gemeinden geben. Sie gewinnen ja oft auch Bürgermeisterwahlen. Wenn Sie wollen, bringe ich Ihnen so eine Liste auch noch einmal, wo Sie regieren und offensichtlich mit der Bedarfsplanung auch nicht klappt. So, wenn Sie nur Fragen über Fragen stellen, ich will es Ihnen noch einmal sagen, Sie wollen den Eindruck erwecken, die Landesregierung habe keine Ahnung, dann gilt gleiches Recht für alle. Wenn das dem so wäre, dann wäre es mindestens und zwar zutreffender für die Menschen, die dort politische Verantwortung zutreffen, die nämlich dafür zuständig sind für diesen Ausbau. Und machen Sie doch denselben politischen Druck bei Ihren sozialdemokratischen Kollegen, doch endlich einmal die Zahlen zu liefern, dann wüssten wir tatsächlich auch noch mehr. Und wie gesagt, Sie wollten zwar den Eindruck erwecken, ich hätte keine Ahnung, ich will Ihnen aber auch sagen, es ist doch austauschbar, in welchem Bereich, ob es CDU oder SPD oder auch Grüne regieren, vor Ort sind diejenigen zuständig. Und Ihre große Anfrage ist in sich zusammengefallen, ist schlicht und ergreifend nicht zusammengefallen, weil benannt worden ist, was zu benennen ist. Und tatsächlich offensichtlich, sonst hätten Sie doch jede einzelne Zeile hier zitiert, was skandalös ist, wenig Skandalöses sich zu finden ist. Und das, was übrig bleibt als Botschaft, ist, erstens, die Landesregierung macht eine ganze Menge. Das stinkt Ihnen. Zweitens, die Landesregierung sieht noch weitere Handlungsfelder und wird es angehen. Das stinkt Ihnen auch. Und Sie sagen, Opposition ist nicht immer nur Mist. Das ist auch gut, wie der Kollege Boddenberg gesagt hat. Dann bleiben Sie in der Opposition. Wir machen weiter solides Regieren. Herzlichen Dank. Das Wort in der Debatte hat Frau Kollegin Schott für die Fraktion DIE LINKE. Thank you.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Bocklet, eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema dieses Tagesordnungspunktes wäre durchaus angemessener, denn zu dem Thema gibt es eine Menge zu sagen, als sich hier merkwürdige Wortschlachten mit dem Kollegen Merz zu liefern, nur um hier zu schauen, wer der bessere und schnellere Rhetoriker ist. Inhaltlich gibt es hier wirklich eine Menge Beratungsbedarf. Und den kann man ja von Regierungsfraktionsseiten durchaus so machen, dass man die Stellen, an der die Regierung glaubt, sie habe ihr Soll erfüllt, gut hervorhebt. Dem spricht ja nichts entgegen. Es bleibt für uns noch genug Platz und Raum für die Kritik übrig, denn es gibt noch genügend Kritik. Mit der sollte man auch souverän umgehen können. Es würde einer Regierung auch gut stehen und den sie tragenden Fraktionen, dass sie Kritik ertragen kann, dass sie damit umgeht, dass sie darauf reagiert und dass sie auch Abhilfe schafft. Und da gibt es immer noch ganz schön viel Luft nach oben, denn nur Arroganz alleine hilft nicht. Frau Wiesmann, ich würde gerne an das Ende Ihrer Rede anknüpfen. Sie haben gesagt, dass Sie es höchst bedenklich finden, wenn Kinder unter einem Jahr 45 Stunden betreut werden und mehr. Und ich bin da ganz an Ihrer Seite. Und ich finde es nicht erstrebenswert. Und ich finde es auch nicht erstrebenswert bei Kindern über einem Jahr. Und ich weiß auch nicht, ob ich es bei Zweijährigen erstrebenswert finden würde oder bei Dreijährigen. Ich glaube, dass Kinderbetreuung eine wichtige Einrichtung ist und eine Bildungseinrichtung. Ich bin überzeugt davon, dass sie Kindern viel mit auf den Weg gibt. Und ich bin auch der Meinung, wie Sie gesagt haben, dass Eltern und Kinder gerne mehr Zeit miteinander verbringen wollen. Aber dann nehmen Sie doch auch mit auf die mögliche Reise, dass es in der Regel zwei Gründe dafür gibt, warum Kinder so lange betreut werden. Das eine ist schlicht und ergreifend die Arbeitsplatzsituation der Menschen, einschließlich der Wegesituation und der inzwischen gleichwertigen, vielfach gleichwertigen Karriereplanung von Männern und Frauen. Und wenn Frauen es sich nicht leisten können, länger als ein halbes Jahr auszusteigen, ohne einen solchen Karriereknick zu kriegen, dass sie ihn nie wieder aufholen können, dann gibt es in dieser Gesellschaft noch viel Aufholarbeit für Frauen zu tun am Arbeitsmarkt. Das ist das eine. Und das zweite Thema ist schlicht und ergreifend die Einkommenssituation der Familien, die es sich nicht leisten können, weniger Einkommen zu haben. Und wir haben ganz viel diese Woche an einem parlamentarischen Abend über Entwicklung der Arbeit und Arbeit 4.0 gehört. Ich glaube, wir können ernsthaft wieder über Arbeitszeitverkürzung nachdenken. Und das sollten wir auch tun, weil dann haben die Familien eine Chance, ihre Kinder betreuen zu lassen und sie trotzdem noch selber zu erziehen. Das ist nämlich kein Widerspruch, weil wenn man nicht den ganzen Tag damit verbringen muss, zur Arbeit zu hechten, zu arbeiten, zur Kita zu hechten, zum Einkaufen zu hechten, dann schafft man das auch noch, das zusammenzupacken. Wenn Sie das mit auf den Weg nehmen, dann fände ich, das wäre eine gute Situation. Und wenn wir das gemeinsam erreichen können, dann ist das großartig für die Familien, für die Eltern und die Kinder insbesondere. Das sollte das Ziel sein, weil dann muss kein Kind mehr über 40 Stunden betreut werden. Das kann in Wirklichkeit niemand wollen. So, wenn wir uns jetzt angucken, und ich will jetzt nicht noch einmal die Debatte aufmachen über beantwortete oder nicht beantwortete Fragen, aber wir haben einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz mindestens zu Beginn der Schulpflicht. Und immerhin ist bekannt, dass ein Viertel der unter Dreijährigen in einer Kindertageseinrichtung betreuen wird und 83% der über Dreijährigen. Interessant ist in dem Zusammenhang, dass der Landkreis Kassel, möchte ich mal sagen, ich komme daher, der demnächst fast 100% der zweijährigen Kinder in einer frühkindlichen Bildung haben will. Und diese Anstrengung verdient aus unserer Sicht Hochachtung, wenn man vergleicht, dass es ansonsten nur 54% sind. Die Bemühungen der Träger und Kommunen, mehr Kinder ab dem ersten Lebensjahr in den Einrichtungen zu betreuen, verdienen Unterstützung durch das Land. Alle Kreise haben hier Bedarf angemeldet. Kinder können so frühzeitig die Erfahrung einer größeren Gemeinschaft machen, und sie werden von gut ausgebildeten Fachkräften gefördert. Also, wir brauchen mehr Plätze für die Kinder und für die Eltern. Wir haben ein weiteres zentrales Thema bei der Qualität der frühkindlichen Bildung, und das ist der Einsatz von genügend gut qualifiziertem Personal. Es ist durchaus positiv, dass das pädagogische Personal innerhalb von 8 Jahren um ein Viertel mehr geworden ist. Allerdings sind die Herausforderungen auch viel größer geworden. Es gibt mehr Kinder unter 3 Jahren, eine höhere Betreuungsquote
und es sind mehr Stunden, die Kinder sind mehr Stunden in der Kita. Und das, auch das braucht mehr Personal. Inklusion braucht mehr Personal. Sprachförderung braucht mehr Personal. Da bleibt nicht mehr viel für die Qualitätsverbesserung übrig. Und es ist ja eher so, dass in den Kommunen die Schwierigkeiten mit ihrem Haushaltsausgleich oder den Schulden haben seit der Einführung des hessischen GIföGs der Personalschlüssel reduziert wird. Dies führt aber zu einer hohen Belastung des Personals, das dann entweder sich eine andere Arbeitsstelle sucht oder die Arbeitszeit reduziert, beißt sich die Katze in den Schwanz. Ein Siebtel der Fachkräfte sind auch noch befristet angestellt, was nicht zur Arbeitszufriedenheit und Kontinuität beiträgt. Und besonders peinlich ist die Antwort auf die Frage nach dem Fachkräftebedarf und wie ihn die Landesregierung decken will. Erst einmal weiß sie nicht, wie viel gebraucht werden. Und ich werde Ihnen diese Arbeit nicht abnehmen, aber dass Sie das aber in Ihrem Ministerium nicht leisten können, das kann ich nicht glauben. Wobei sich die Landesregierung bereits bei der demografischen Rendite der Schulen verrechnet hat. Ich habe es gestern bereits gesagt und in der Vergangenheit, wir werden den Fachkräftemangel nicht beheben, wenn wir nicht die Bedingungen in der frühkindlichen Bildung verbessern. Dazu gehört die Bezahlung, auch die Möglichkeit, die Ausbildung zu durchlaufen, ohne dass die Familien dadurch finanziell zu stark belastet werden. Da gehört aber auch in erster Linie ein gutes Arbeitsklima mit einer hohen Personalkontinuität und einer guten Personalausstattung dazu. Wenn man in der Arbeit immer auf dem Zahnfleisch läuft, kommt es schneller zu Erkrankungen, damit zu mehr Belastung der Kolleginnen und in der Folge chronischen Erkrankungen und Kündigungen oder Berufswechsel. Damit tun wir uns einen Bärendienst. Und somit kommen wir zu einem zweiten Ziel. Die Kitas brauchen eine ausreichende Personalausstattung. Das GIFÖG muss dringend in Bezug auf die Leitungsfreistellung und die mittelbare pädagogische Arbeit nachgebessert werden. Das muss endlich passieren. Alle sind sich darin einig. Interessant sind auch die Betreuungszeiten. Mehr als ein Drittel, genau gesagt 36%, sind für mehr als 45 Stunden in der Woche angemeldet. Das wäre dann ein Ganztagsplatz, der offensichtlich auch eine Ganztagsarbeit möglich macht. Die Zahlen steigen aber auch, was mindestens 56% der Eltern auch im nächsten Kita-Jahr Elternbeiträge werden leisten müssen. Da wird es sicher auch einmal eine Gemeinde geben, die den Eltern auch die restliche Zeit freistellt. Aber die Mehrheit der Gemeinden wird eher die Beiträge für die restliche Zeit erhöhen. Da brauchen wir uns doch gar nichts drüber vorzumachen. Und es wird auch ein paar Kinder geben, die dann exakt auf die 6 Stunden angemeldet werden. Auch das werden wir erleben. Und das hat dann sicherlich auch wieder etwas mit Geld zu tun. Es bleibt aber immer große Unterschiede in Bezug auf die Elternbeiträge im Land. Bei den unter 3-Jährigen gibt es Unterschiede zwischen 75 und 700 € im Monat. Bei den über 3-Jährigen kostet der teuerste Platz ohne Verpflegungsgeld 300 €. Gleiche oder nur ähnliche Lebensverhältnisse stellt das Land mit dieser Politik nun einmal definitiv nicht her und auch nicht nach der Neuregelung. Witzig finde ich auch die Bemerkung, dass über die Ausweitung der Beitragsfreistellung im Gesamtkontext der Entwicklung und der Anforderungen an die frühkindliche Bildung und Erziehung entschieden werden müsse. Da war nicht die frühkindliche Entwicklung der Maßstab, sondern der Bundestagswahlkampf und die Landtagswahl im nächsten Jahr. Das ist so eindeutig wie das Amen in der Kirche. Das kann man aus den Zeitabläufen sehr genau lesen. Und deshalb das dritte Ziel, Kitas kostenfrei machen, damit es für Eltern keine finanzielle Frage mehr ist, ob ihr Kind die Vorteile der vorschulischen Bildung nutzen kann oder nicht. Und kostenfrei meint ernsthaft kostenfrei und nicht ein Teil und ein bisschen und für bestimmte Bereiche. Wer trägt denn die Kosten? Ich hoffe, wir sind uns einig, überwiegend tragen die Kosten die Kommunen. Aus dem Evaluationsbericht wissen wir, dass es durchschnittlich 59% bei den kommunalen Einrichtungen sind. Bei den freien Trägern sind es knapp 50%. An manchen Orten sind es aber bis zu 75% der Kosten. Auch wenn das GIFÖG die Kommunen prozentual leicht entlastet, steigen die Aufwendungen in den Kommunen durch die Bereitstellung von mehr Plätzen und Angeboten. Das ist aber ihre gesetzliche Pflicht. Wie sieht es mit der Gegenfinanzierung dieser Verpflichtung aus? Die Regierungsparteien und die Landesregierung werden jetzt wieder mit nichtssagenden Summen um sich werfen. Nur verbal selbstverständlich, nicht mit Geldscheinen. Aber es ist nicht einmal ersichtlich, welche Mittel vom Land und welche vom Bund kommen. Es ist auch keine Nettigkeit, dass das Land die Kinderbetreuung finanziell unterstützt. Schließlich hat es die Aufgabe, die kommunale Selbstverwaltung zu finanzieren und nicht vollständig auszubluten und die Kommunen zu Taschengeldempfängern zu degradieren, wie es mit Schutzschirmen und Hessenkasse gemacht wird. Denn weder aus Gewerbe noch aus Grundsteuern und auch nicht aus den Elternbeiträgen ist eine gute frühkindliche Bildung zu finanzieren.
Immerhin steht im Artikel 137 Absatz 5 zum Thema kommunale Selbstverwaltung. Und das muss man dann auch dazu sagen, wenn Sie immer wieder sagen, die Kommunen sind verantwortlich. Der Staat hat den Gemeinden und Gemeindeverbänden die zur Durchführung ihrer eigenen und der übertragenen Aufgaben erforderlichen Geldmittel im Wege des Lasten- und Finanzausgleiches zu sichern. Er stellt ihnen für ihre freiwillige und öffentliche Tätigkeit in eigener Verantwortung die zu verwaltenden Einnahmequellen zur Verfügung. Das ist der Gegenpart zu dem, dass Sie sagen, es ist kommunale Selbstverwaltung. Sie haben die Verpflichtung, die finanziell auszustatten. Und wenn jetzt die Beitragsbefreiung wieder teilweise aus dem kommunalen Finanzausgleich finanziert werden soll, Frau Kollegin, Sie müssen zum Ende kommen. Und den Kommunen und den Elternbeiträgen nicht die Elternbeiträge nicht vollständig ersetzt werden, dann geht die Konnexität vollständig zum Teufel. Und das kann nicht das Ziel sein, wenn Sie hier sagen, wir wollen Kommunen und Eltern entlasten. Sie können nicht die einen entlasten zulasten der anderen, und Sie selber sind fein raus, und das Ganze machen Sie fünf Wochen vor einer Wahl. Es gäbe noch eine Menge mehr zu sagen zum Thema Inklusion. Es gäbe noch eine Menge mehr zu sagen zu frühkindlicher Pädagogik und Elternvertretung, die Sie in diesem Land auch nicht wollen. Überall anders haben wir organisiert Elternvertretung landesweit. Sorgen Sie dafür, dass auch das in Hessen möglich wird. Dann werden die Dinge Vielen Dank. Das Wort hat Herr Staatsminister Grüttner. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ein sehr umfangreicher Fragenkatalog, der der Großen Anfrage hier zugrunde gelegen hat. Natürlich gab es zwischenzeitlich die Vorlage des Evaluationsberichts zum Kinderförderungsgesetz. Insofern haben sich ja eine Reihe von Dingen überschnitten, die letztendlich durch den Evaluationsbericht auch schon beantwortet gewesen sind und die an dieser Stelle dann eben auch im Kontext mit diesem Bericht zu sehen ist. Ich will auf ein paar Dinge eingehen. Einmal eine sehr grundsätzliche Aussage darüber zu machen, wie unterschiedlich wir gewisse Dinge sehen. Das hängt immer wieder damit zusammen, wo Verantwortungsbereiche sind. Herr Merz hat gerade eben gesprochen, man braucht eine Landesbedarfsplanung. Eine Landesbedarfsplanung bedeutet wieder das ursozialdemokratische Wollen einer zentralen Steuerung und nicht die Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen vor Ort. Wir gehen in eine andere Richtung. Es ist Aufgabe der Städte und Gemeinden, ihre Bedarfsplanung darzustellen und diese Bedarfsplanung in ihre örtlichen Jugendhilfeplanungen mit einzubauen, diese Bedarfe anzumelden und zu sehen, wie diese Bedarfe auch tatsächlich gedeckt werden. Und dazu bedarf es Quantität, und zwar sowohl in der Fragestellung von Plätzen, und das hängt in allererster Linie auch mit der Frage der Schaffung von Plätzen zusammen, und natürlich mit Geld. Es gibt nicht eine einzige Klage einer Kommune, dass nicht ausreichend Investitionsmittel und Investitionskostenzuschüsse seitens des Landes oder des Bundes oder nur des Bundes vorhanden sind. Nein, wir mussten sogar intensivst werben in mehreren Rundschreiben und Anschreiben an die Kommunen, dass sie die Investitionsmittel, die zur Verfügung stehen, überhaupt abrufen. Und an dieser Stelle dann zu sagen, dass man seiner Verantwortung, dem Nachkommen eines kommunalen Bedarfs, nicht nachkommen würde oder ihn einfach negieren würde, ist schlicht und einfach falsch. Er geht an der Realität vorbei. Und der zweite Punkt ist, die Kommunen sind geradezu dankbar dafür, dass sie vor dem Hintergrund der Möglichkeiten, ihren Bedarf decken zu können, in der Zwischenzeit die Chance haben, nur eine Rahmenbetriebserlaubnis für Plätze zu haben, um an dieser Stelle sehr unterschiedlich, und zwar sowohl zwischen dem U3 und dem Ü3 als auch in der Fragestellung der Auslastungen entsprechend auch variiert und flexibel handeln können. Und das ist das, was die Kommunen, gewünscht haben, und das haben wir ihnen ermöglicht damit. Und das begrüßen sie ausdrücklich. Aber daraus abzuleiten, dass es deswegen keinen Ü und keinen U3-Gesamtplan gibt,
kann ich nicht nachvollziehen. Es ist immer noch kommunaler Bereich. Und dann wird ganz wild mit Zahlen herumhandiert, je nachdem, wie es passt. Also, ich habe heute Morgen eine Presseerklärung der Freien Demokraten gelesen, in der die wieder die Bertelsmann-Zahlen zugrunde gelegt haben. Die sind ja auch dauernd gesagt worden mit den 23.000 fehlenden Plätzen. Jetzt akzeptiere ich an dieser Stelle, dass die Landkreise keine Plätze schaffen, sondern dass das überwiegend die Aufgabe der Städte und Gemeinden, und zwar im Wesentlichen auch der Kreisangehörigen sind, weil das in der Zahl die größten sind. Und dann verweise ich auf die Antwort auf die Kleine Anfrage, in dem der Hessische Städte- und Gemeindebund ausführt, zur Frage des Ausbaubedarfs bei Betreuungsangeboten für Kinder unter 3 Jahren ist mitzuteilen, dass die Städte und Gemeinden in unserem Mitgliederbereich den in der Tendenz durchaus wachsenden Bedarf bei Betreuungsangeboten für Kinder unter 3 Jahren haben befriedigen können und absehbar auch weiter befriedigen werden. Das ist die Auskunft von Städten und Gemeinden. Und das ist eine sehr hoffnungsfrohe und eine sehr positive Aussage. Hat aber nichts mit irgendwelchen Bedarfen zu tun, die numerisch festgestellt sind. Und an der Stelle wird auch deutlich, das numerische Feststellen von Bedarfen führt zu nichts, sondern wir müssen das vor Ort sehen. Und es ist doch vollkommen klar, dass in Ballungszentren der Bedarf deutlich höher ist als beispielsweise in ländlichen Bereichen. Und dann mit der Gießkanne rüberzugehen und jedem das Gleiche sozusagen über eine Landesplanung, Landesförderung par excellence entsprechend anbieten zu können, wird an der Fragestellung eines qualitativen und quantitativen Ausbaus von Betreuungsangeboten vorbeigehen. Die Aussage, die der Städte- und Gemeindebund getroffen hat, hat im Übrigen auch der Städtetag getroffen. Genau das Gleiche und hat gesagt, wir würden uns nur wünschen, dass Investitionsprogramme auch für den U3 entsprechend vorgenommen werden. Dem sind wir mit unseren Förderrichtlinien für das jetzt gestartete Programm oder Förderprogramm 2017 bis 2020 gefolgt. Hier können eben auch die Mittel abgerufen werden für den Platzbedarf in dem Bereich über 3-Jährige, sowohl was den Neubau als auch was den Umbau anbelangt. Und es ist ja auch gut, ein steigender Bedarf hat ja etwas damit zu tun, dass auch ein Mentalitätswechsel bei den Eltern stattgefunden hat. Die Betreuung von Kindern und Jugendlichen in der Kindertagesstätte wird ja nicht nur als Aufbewahrung und Betreuung, sondern in der Zwischenzeit zum Glück als frühkindliche Bildung angesehen. Da haben wir doch unglaublich viel erreicht, auch unter dem Gesichtspunkt eines Wechsels der Auffassungen von Eltern. Und dass wir innerhalb einer kürzesten Zeit bei der Umsetzung des Rechtsanspruchs von U3 auf jetzt in der Zwischenzeit über 50.000 betreute Kinder gekommen sind, ist doch ein Erfolg, den man doch nicht kleinreden muss. Und dass in diesem Kontext natürlich auch der Bedarf der über 3-Jährigen steigt, weil wir früher häufig die Erfahrung gemacht haben, die Kinder sind zu Hause betreut worden und dann waren die irgendwann 3,5 oder so etwas und dann sind die angemeldet worden, weil das gerade mit dem Kindergarten ja so gepasst hat. Heute wird doch keiner mehr, wenn er in der Krippe gewesen ist, abgemeldet und dann später im Kindergarten angemeldet, sondern der Übergang ist fließend. Und je mehr Kinder wir im U3-Bereich haben, werden wir später im Ü3-Bereich haben. Und es ist gut so, diese Entwicklung. Und dieses unterstützt das Land mit ganz erheblichen Mitteln. Mit wirklich erheblichen Mitteln, die immer zur Unterstützung einer Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung dienen und nicht etwa zum Ersetzen einer Aufgabe an dieser Stelle. Es ist nicht die Aufgabe des Landes. Das bleibt es. Das bleibt nach wie vor so, wie es gewesen ist. Und dann sind wir auch bei der Fragestellung von Fachkräften. Also, ich finde es als Erfolg, dass wir mit 8.500 in der Zwischenzeit in Ausbildung befindlichen Schülerinnen und Schülern einen historischen Höchststand erreicht haben. Und dann wird irgendwie irgendwas mit Wahlkampf erklärt. Das finde ich witzig. Ich habe heute eine Erklärung von 3 bedeutenden SPD-Frauen gelesen, Frau Barley, Frau Dreyer und Frau Nahles, die ein Aktionsprogramm aufgelegt haben, soziale Berufe stärken. Wunderbar, finde ich gut, habe ich mir einmal angeschaut, was wollen die denn machen? Sie wollen die Vergütung von Erzieherinnen und Erziehern und im sozialen Beruf Tätigen stärken, erhöhen. Dann frage ich mich, wie denn? Ich frage mich, wie wollen die das machen? Wollen die jetzt jedem Anstellungsträger 5 € pro Stunde für eine Erzieherin mehr geben, damit er mehr bezahlt werden kann? Also, das Nächste, was dann gesagt wird, wir wollen, dass diejenigen, die in den sozialen Berufen tätig sind, ihre Karriere fördern.
Und damit wollen wir die Attraktivität des Erzieherinnenberufes und der sozialen Berufe steigern. Und dann kamen noch so drei blödsinnige Forderungen, die dort aufgestellt worden sind. Dann sage ich, wenn ich auf einer solchen Ebene diskutiere, um Fachkräftemangel zu beseitigen, dann brauche ich, Frau Barley hat es gesagt, ich sage doch gerade, es wird doch gerade eben von Wahlkampf, ist doch hier gesprochen worden von Ihnen oder sowas. Deswegen sage ich, man muss in solchen Tagen immer mal schauen, was solide ist und was nicht solide ist. Und in diesem Kontext gibt es hier Aussagen, wenn ich das ins Verhältnis zu der Diskussion stelle, wie man die Attraktivität eines Erzieherinnenberufes steigern kann, wie man mehr Fachkräfte an dieser Stelle bekommen soll, dann stelle ich an dieser Stelle sehr deutlich fest, dass das, was die Landesregierung auf den Weg gebracht hat, mit der Frage der Stärkung der Ausbildung, mit der Fragestellung der Stärkung der Anerkennung von Erzieherinnen und Erziehern, mit dem weiteren Bereitstellen von Ausbildungsplätzen, das ist ein solider, guter Weg, und den werden wir in Zukunft weitergehen und werden nicht irgendwelche Luftversprechungen an dieser Stelle machen. Und deshalb will ich an der Stelle schon sehr deutlich sagen, wir haben über die Frage Maßnahmenpaket Kindertagespflege, wir haben über die Frage der Inanspruchnahme des Bundes- und Bildungs- und Erziehungsplans im Hinblick auf die Fragestellung der qualitativen inhaltlichen Arbeit, wenn wir unglaublich viel gemacht. Wir haben im Hinblick von der Weiterentwicklung von der Integration zur Inklusion nicht nur zusätzliche Mittel gesetzlich festgeschrieben in unserem HKJGB. Ich finde es nach wie vor eine sehr erstaunliche Bemerkung des Vorsitzenden des Landesjugendausschusses in seiner Eigenschaft als im Vorstand des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes beim Runden Tisch Kinderbetreuung auf die Frage, wieso denn die freiwilligen Vereinbarungen von Kommunen und Ligavertretern zur Reduzierung von Gruppengrößen nicht umgesetzt worden sind, aber man das Geld dafür genommen hat, weil natürlich das Geld gesetzlich gezahlt wird. Herr Körner, um den Namen zu sagen, erklärt hat, wir haben Anpassungsbedarf. Wir haben Anpassungsbedarf. Aber vorher hingeht und sagt, Inklusion und Integration findet in unseren Kindertagesstätten nicht statt. Sie schreiben eine Vereinbarung und halten sich nicht dran. Und die Opposition stellt sich hier hin, überwiegend, und meint, die Landesregierung wäre schuld daran. Ein solches Spiel betreiben wir nicht mit. Wir sind auf einem guten Weg, wir sind auf einem hervorragenden Weg. Und die Antworten auf diese Große Anfrage zeigen das genauso wie die Beitragsfreistellung, wie die Qualitätsverbesserung und der Ausbau von Platzangebot. An dieser Stelle brauchen wir uns von niemandem etwas vormachen zu lassen. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit ist die Große Anfrage besprochen.